So, jetzt du mal deine Erkenntnis noch mal wiedergeben. Dass wir das alles zu denken und das 8.31 Uhr bei mir auf dem Wir zerlegen Monitor. das Chat, dieses Nichts, 8.31 Uhr, dieses Chat zerdenken wir. Oh, Es gibt keine Zufälle, es läuft alles synchron. Es ist ein Riesenkomplex. Und das heilige Ganze, darum ist immer wieder, wenn man das versteht, wenn du sagst, im letzten Selbstgespräch warst du so vehement, dann habe ich gesagt, das ist Endzeit. Das ist nochmal eine Sache, dein Leben wird nochmal weiterlaufen. Ich sage, oberflächlich betrachtet wird sich das nochmal gar nichts verändern. Du wirst wach werden, du wirst Hunger kriegen, du wirst dann dir denken, was mache ich jetzt oder ich muss dieses und jenes tun. Aber du stellst jetzt trotzdem eine Weiche. ja. Und das Eigenartige ist, Bilder sind einfach bloß. Ja. Darum ist immer wieder das, die Sache, wenn dir bewusst ist, was jetzt ist, und das kann nur dem bewusst werden, der sich alles ausdenkt, dass du wirklich fest verankert bist, zuerst einmal in der Sache, ich bin ein träumender Geist, darum sage ich immer wieder, und ich bin ein Computer, was taucht jetzt in mir auf, alles, was in mir auftaucht, ist eine winzige Facette aus dem Arbeitsspeicher, der zurzeit in mir läuft, was ich jetzt ganz symbolisch als Videospiel oder als Buch nenne, noch mehr vereinfacht, das wiederum nur eine Facette von meiner Festplatte ist, das wiederum nur eine Facette ist von dem Internet, in einer transversalen Ebene. Umso tiefer du hinabsteigst, umso mehr kommst du in diese Kollektion der Ewigkeit, Ja. die jetzt ist, wo eben wie die Schichten diese Oberwellen auftauchen. Dass diese vielen kleinen Beispiele, und jetzt rede ich gemischt, raumzeitlich bewusst, du musst dir das immer bewusst machen, du hörst jetzt Worte und die Worte werden in dir was auslösen. Eine Reaktion, du wirst die Worte interpretieren, ob das jetzt Geräusche sind, ob du die jetzt aus dem Lautsprecher hörst, ob du die aus einem sinnlich wahrgenommenen Trockennasenaffen, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, weil er auf der VR-Brille erscheint, ich bleibe jetzt in dieser Computerspiele-Metapher, ob der Worte äußert oder ob du nur geschriebene Worte siehst, das spielt keine Rolle, du wirst darauf reagieren und aus den Worten, die wirst du einseitig auslegen. Und das ist diese ständige Veränderung deiner Information. An dem, der schaut, ändert sich nichts. Das heißt, wenn du diesen Doppelschritt, und ich sage eigentlich, ist es ein Dreierschritt, drei ist ja D3, jetzt kommst du in das Zentrum deines Tetraeders, ich kann auch sagen, als drei normal gelesen, als drittes in die Synthese, dass du wertfrei bist. Und wenn ich es immer so mache, sage ich, das beginnt, sagst du mal, dass ich weiß, immer wenn mir was Positives erscheint, ist was Negatives da, ich sehe ja immer nur eine Seite. Ich sehe entweder hell oder ich sehe dunkel. Aber das eine gibt es nicht ohne das andere. Ich fühle mich entweder gut oder ich fühle mich schlecht. Aber schon wenn ich sage, ich fühle mich jetzt gut, ist im Hintergrund ein Vergleich mit etwas, was ich schlecht nenne, weil ich einen Unterschied brauche, wo natürlich meine zwanghafte Logik, wenn ich das nicht überwunden habe, meint, mir ist vorher gut oder schlecht gegangen, darum fühle ich mich jetzt so. Das ist das Erste, in dieses Jetzt zu kommen. Und das Hauptproblem, und jetzt schauen wir mal, das kann jetzt länger werden, ich gehe in die Sprache, dass ich es nicht immer wieder wiederhole, das sind die Kleinigkeiten, was mir gerade noch in den Sinn kommt, ich kann kurz die Oberwellen nochmal durchmachen. Oberwellen, Grundwellen sind zum Beispiel, du hörst der Geräusch Klingelingeling. Da sind wir drauf eingegangen. Dann wird sich deine Information umformen. Du wirst dir denken, vielleicht, wer ruft mich jetzt an? Dann denkst du an dein Telefon. Dann materialisierst du das kurz. Du spürst es eventuell, ob du das spürst. Jetzt, wenn du dir natürlich Gedanken machst, spüre ich das Telefon, jetzt konstruierst du schon wieder Vergangenheit. Das sind aber nur Gedanken, die du jetzt denkst. Also gut, du nimmst den Telefonhörer in die Hand, du drückst drauf auf Annehmen. Dann hörst du Geräusche. Hallo, ich bin's. Ein ganz neutrales Geräusch aus einer quäkigen Telefonhörerlautsprecher, den wir uns jetzt natürlich ausdenken. Und dann wirst du an irgendjemanden denken. Obwohl der seinen Namen gar nicht gesagt hat, weil der Klang der Stimme, hallo, ich bin's. Es können jetzt zig Menschen, hallo, ich bin's sagen und du weißt sofort, wer dran ist. Ja, Komfort. Wo dran? Ich sage, du denkst dir aufgrund dieses Klangcharakters, der Stimme, dieser Worte, hallo, ich bin's, kannst du dir eine ganze Menge von Menschen ausdenken. Ja. Das sind die Oberwellen. Das ist das, ja, wo ich so oft erzählt habe in der Musik, wenn ich einen 400-Hertz-Ton laufen lasse, ganz normal 400 Hertz. Ja. 400 Hertz kann eine Flöte sein. Es kann eine Violine sein. Es kann ein Klavierton sein. Ich höre sofort, das ist ein Klavieranschlag, das ist eine Flöte, das ist eine Violine. Es sind, auf der Grundwelle sind es immer 400 Hertz. Ja. Und die Oberwellen, die da drauf liegen, die machen diesen Sound. Und genauso ist, wenn du aus dem Telefonhörer Hallo, ich bin's hörst.
Du sagst dann, das ist der oder der. Die Physik ist sehr, sehr wichtig. Ja. Es geht nur, dass man wirklich einmal feststellt, warum sind die ganzen Bilder jetzt da, die Computer, die ganze Wissenschaft da und Holofeeling vereinigt das. Und jetzt gehen wir mal ganz gezielt in dieses Computerprogramm in die Dora. Dazu mache ich jetzt mal hier auf. Das muss ich mit Ton machen. Dahin beginnen. Das ist jetzt hier dieser Dieter Minuske. Der ist streng weinrebmäßig. Ganz tolle Sachen, kann man die Videos anschauen, wo man den Kanal auftritt. Ich mache jetzt hier mal ganz gezielt, weil das haben wir gerade angeschaut, der ist relativ neu. Ich denke, ich mir kriegst du mal, ob der ein neues Video rausgebracht hat. Der geht hier auf Bibelstellen ein. Und das erste Problem, das hast du mal, ist weinrebmäßig. Weinreb ist rein jüdisch, ist wundervoll. Ich sage immer wieder, es gibt nichts Interessanteres, wenn man sich für das Hebräische interessiert, die Weinrebbücher zu lesen. Da gibt es an die 40 Stück. Es ist aber eine einseitige Auslegung. Das heißt, das Erste, was wir jetzt hier feststellen, du wirst merken, der arbeitet streng in dem Weinreb-jüdischen System. Das heißt, das erste Problem hier ist Richter 4,4. Und du siehst jetzt das erste Mal, das in Worte eingeteilt. Ich habe so oft gesagt, die eigentliche Tora. Tora heißt ja Reihe. Seine Spiegelwahrnehmung. Ja. Fangen wir mal ganz, 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 ganz normal an. Nee, das lassen wir so weit, will ich gar nicht reingehen. Diese Tora heißt Reihe und wir wissen jetzt, die Reihe ist eine Spiegelwahrnehmung und Rei, der Spiegel Rai geschrieben, Resh Ayin, Resh Aleph Ayin, ist der Kopf des Schöpfergottes, unser erster Spiegel, wo ich oft darauf eingegangen bin. Ja. Und jetzt gehe ich in die Johannesoffenbarung. Ich wiederhole nur, du wirst merken, wie tief jetzt das geht. Dass hier schon der erste Fehler ist. Es ist hier eigentlich schon die Gebote gebrochen. Das heißt, wenn du, in der Johannesoffenbarung habe ich so oft erwähnt, wenn du in dieser Heiligen Schrift was hinzufügst, werden dich all die Plagen treffen, die in dem Buch beschrieben werden. Wenn du was weglässt, hast du dann andere im Himmelreich verloren. Das ist jetzt dieses Spiel, das ich immer wieder sage, wenn du ein Wort denkst, ob du das jetzt hier denkst, meinetwegen das Wort 1, oder ob du das geschrieben stehen siehst, also optisch in dir auftaucht, als optisch wahrgenommene Information, gleichgültig, ob das auf deiner VR-Brille ist oder ob das bloß ein Gedankenbild ist. Dieses Wort beinhaltet unendlich viel Information. Du kannst aus einem Wort tausende von Bildern machen. Das ist, wenn ich immer sage, ich mache aus jedem Wort ein 400-Seiten-Buch. Auf der sinnlich wahrgenommenen Ebene, wenn du Bilder siehst oder dir ganz gezielt Bilder denkst im unbewussten Sinne, wirst du feststellen, dass du aus einem Bild unendlich viele Worte machen kannst. Dass ich immer wieder sage, wenn du jetzt mit dem Auge schaust und du schaust Gegenstände an, dann schaust du nur diese Bilder an. Beilet er heißt im Kind erweckt. Und in dem Moment, wo ich dich jetzt frage, was schaust du jetzt gerade an, und dann sagst du meinetwegen mein Wohnzimmer. Das gibt eigentlich, das Wort Wohnzimmer gibt noch gar kein Bild. Und wenn ich jetzt das genauer beschreibe, schon der Gedanke Wohnzimmer ist ein Überbegriff, ein großes Chat. Um das kurz zu machen, das heißt, wenn du ein Bild siehst, wenn du in der Gegend rumschaust, gibst du diesen Bildern keine Namen. Und wenn du die jetzt genauer, ein Einzelbild genauer beschreibst, brauchst du unheimlich viele Worte. Und umso mehr Worte du benutzt, umso genauer kannst du einem dieses Bild, das du in dir hast, mitteilen, weil du das genauer beschreibst. Reiben, beschreiben. Das geht mit Gedankenwellen. Das sind Spiegel als polare Existenzen. Okay? Das habe ich so oft gesagt. Du schaust jetzt, du sagst nicht Baum, Haus, wenn du was anschaust, du siehst nur die Bilder. Aber im Hintergrund jedes Bildes ist eine Unmenge von Worten. Und jetzt mache ich ganz einfach, wenn du ein Bild auf deinem Monitor siehst. Wir sind ja nur ein Arrangement von Helligkeitsunterschieden von Tausenden von kleinen Lämpchen. Und die wiederum bauen auf einer Datei, die letztendlich nur aus Bündchen und Strichen besteht. So denken wir uns das jetzt aus. Und ich sage, jetzt denkst du an den Morsecode, wie ein Morsecode funktioniert. Und dann wirst du feststellen, dass du aus diesen Bündchen und Strichen, und das sind zigtausende, Millionen von Bündchen und Strichen, die hier nötig sind, um einen Film aufzubauen. Dass diese Bündchen und Strichen in einer gewissen Sequenz zu Worten, zu doppelt aufgespannten Orten werden und das dann in der Umrechnung diese Helligkeitsarrangement der Pixel ausgibt, das dein Bild ergibt. Jetzt kommen wir in die Sprache. Okay, jetzt nochmal, was du hier siehst in der klassischen Dora, und ich gehe jetzt extra mal in den Dennach rein,
Das ist jetzt die Schreibweise. Ich habe jetzt genau, mach dich ja mal weg, das ist jetzt genau dieser Vers, die 4. Das ist genau der Vers, der hier dasteht. Ihr habt nur so dastehen. Ich habe jetzt die Bündchen drumherum gemacht. Ich hoffe, du siehst es jetzt, je nachdem, die Auflösung ist bei der Aufnahme. Okay? Im Klassischen ist erst einmal diese Masora, diese Ausspracheregel nicht dabei. Und was natürlich noch krasser ist, dass es in Wirklichkeit so aussieht. So aus, genau, Matrix. Das ist der Ursprung. Das heißt, in dem Moment, wo ich das in Worte einteile, ist schon der erste Fehler. Da füge ich Abstände hinzu. Und in dem Moment, wo ich die Masora dazu mache, nehme ich praktisch, und jetzt pass auf, jetzt muss ich dann nochmal, ich nehme das Bild, weil das schöner ist. Wenn du an dieser Heiligen Schrift was hinzufügst, wenn dich all die Plagen treffen, die in dieser Heiligen Schrift beschrieben sind, wenn du was weglässt, hast du den anderen im Himmelreich verloren. Das ist die Vollkommenheit. Das ist, wenn ich sage, wenn du irgendein Puzzlestück, irgendeinen Gedanken nicht haben willst oder verändern willst, lässt du praktisch was weg. Aber das eine gibt es ohne das andere nicht. Wenn du jetzt mein Bild unten anschaust, durch das Hinzufügen, wenn ein Berg auftaucht, ich mache an dieser Oberfläche, an der Oberfläche lasse ich einen Berg auftauchen, dann muss ich unten einen Wellental erzeugen. Das heißt, durch das Hinzufügen dieser Ausspracheregel werden sehr viele Funktionen eines Wortes weggelassen. Und wir schauen uns das, wir hören uns den jetzt einmal ein bisschen an und dann wirst du feststellen, der erklärt es ganz super nach Weinreb, aber er ist noch weit, weit weg von der Vollkommenheit. Das heißt, er legt es sehr einseitig aus und du wirst jetzt feststellen, dass die Auslegung, wenn man, das wird jetzt zu lange dauern, wenn wir den ganzen Vortrag uns anhören, aber ich will nur ein paar Beispiele bringen, inwieweit die Sprache, die Ausspracheregeln hier reingreifen und was hier weggelassen wird, was du aber in jedem Wörterbuch finden kannst, da ist der Gematria-Explorer sehr hilfreich, wobei der auch noch extrem unvollkommen ist. Darum sage ich immer wieder, es geht hier um unendlich viel Wissen. Wir können das mit physikalischen Formeln machen, wenn wir jetzt uns hier mal wegen irgendwelche quantenmechanische Formeln erklären lassen von einem Hochschulprofessor, der macht nichts anders. Er hängt an einer einzigen Schule, an Weinreb, was eine wundervolle Schule ist, aber die ist bei weitem nicht vollkommen. Okay? Ja. Mal. Fortsetzung der Biene. Die Biene und das Wort. Das letzte Mal haben wir gesprochen über die Deborah, eine Prophetin. Was ist eigentlich Prophetie in der Bibel? Und heute soll das Zentrum sein, dieser seltsame Begriff im Hebräischen, Eshet Lapidot, also die Frau Lapidots. Und wir lesen. Das steht jetzt hier, Eshet Lapidot. Interessant, wir schauen uns mal das erste Wort an. Dieses Eshet. Da geht er dann auch genauer drauf ein. Das spricht jetzt, das Aleph spricht der E aus. Da kommt dann ein Aleph, das spricht er mit I aus. Wir schauen jetzt das erste Mal, der klassische Eintrag, das heißt Weib. Das Weib, wir wissen, wenn wir das jetzt normalerweise das B griechisch schreiben, kriegen wir weiß, ich weiß. Und das wird mal, dies ist der Eintrag hier. Der klassische Eintrag von Juden, den wir hier unten drin haben. Wenn ich die Eshet jetzt mache, die Frau, das Eheweibchen, das steckt jetzt da, das heißt aber auch, ich trinke. Will ich jetzt nicht, da kann man die Grundformen anschauen. Das ist diese Grundformen, die die nehmen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wenn wir uns das genauer anschauen, dass es hier natürlich Möglichkeiten gibt, wo ich darauf eingehe, das ist die klassische Übersetzung. Und ich sage jetzt erst einmal, dieses Weib, dieses Ich weiß, ist meine symbolisch ausgedachte Frau, meine Traumwelt. Okay, Frau Weib. Das Schöne ist, am Rot-Blau-Lesen habe ich, der Schöpfer, logisch ist das immer Daseinende. Rot gelesen, die Schöpfung ist immer spektial, logisch, eine spezielle Log, Ich. Ich heißt Gestaltwerdung, Log ist Lug, Erscheinung, erscheinend, immer unvollkommen. Der Witz ist, dass wenn ich jetzt diese Radix einzeln habe, dass ich auch den ersten Buchstaben als Präfix, als Vorsilbe lesen kann, dann ist es ein Imperfekt, nämlich der Imperfekt ich werde, ich kann, ich soll. Imperfekt ich werde etwas bestimmen, anordnen, aufstellen, einsetzen. Das ist nämlich unser Shit. B-Roshit. B-Rosh, inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, bestimmt, angeordnet, aufgestellt. Und der das macht, ist immer die Frau, die Logik. Merkst du, jetzt war das schon rund. Das heißt, das ist dann meine ausgedachte symbolische Frau, die zum einen, sagst du mal, deine Logik und aus dieser Logik entspricht dann die Traumwelt. Das ist das Programm.
Jetzt kommt dann noch, ich wurde nie von einer Frau geboren, ausgedachterweise. Aber das, was ich bin, kommt dann trotzdem aus einer Frau. Aber meine Logik schreibt mir vor, ich bin jetzt der Brüssel, der vor dem Computer sitzt. Ja. Drum höre ich UB seit Äonen, seit Ewigkeiten immer nur meine eigenen Schöpfungsgedanken, die in mir auftauchen. Genau. Mhm. Wenn wir es ganz rot machen, heißt es dann auch im Perfekt gelesen, ich bin die Basis, die Grundlage allen Seins. Gut? Ja. Das ist einmal das Asset, das Lapidot. Wir hören uns dann einmal an, was der draus macht. Das ist jetzt einfach nur als Eigennamen gelesen. Wir schauen uns mal an. Ich bleibe einmal ein wenig über. Einmal hier von rechts nach links. Das ist der Originaltext in Richter 4, Vers 4. Udvora und Deborah Isha, Frau, finden wir dann nicht in der Übersetzung. So, hast du mitgehört? Und ja. Deborah Isha. Ja. Das ist die Frau. Ja. Das ist Eshet. Wir schauen uns mal die Isha an. Jetzt wird es hier mit einem I vokalisiert. Das ist die Ehefrau, die Frau, die Gattin, wieder das Weib. Interessant, er spricht Isha. Ja. Ich, wenn ich jetzt das als Ich hinschreibe, so wie er spricht, ist das ja immer das Bestehende, die Dasein, das Existenz, das Vorhandensein. Das ja ist immer deine Frau. Deine Frau ist deine Traumwelt, beziehungsweise ja das darunterliegende Programm. Ja. Okay? Ja. Er ist lightly da, er rechnete nicht, er lässt vergessen, er versagt, er vergisst. Du gehst in die Vergessenheit in dem Moment, wo du mit einer Frau arbeitest. Ja, gut. Mit einem Programm arbeitest. Ja. Weil das Programm gaukelt dir Illusionen vor. Merkst du, wir spielen jetzt einmal mit dem Isha, was er spricht. Das Isha, ja, das ist also hier auch die Unterform Asha. Ja. Das spricht der Isha aus. Ja. Die Deborah, der Eigennamen. Das schauen wir uns jetzt einmal. Und Deborah. Wir schauen uns einmal die Deborah an. Das wird dann immer die Honigbiene. Die. Die Honigbiene. Da musste ich eigentlich schon anschreien, in erster Linie, das kommt nämlich von DB. Ja. Die Öffnung einer Polarität ist der Bär. Ja. Jetzt ist natürlich klar, wenn du den Bär schreibst, Bär ist die polare Rationalität, das Äußere. Ja. Wenn ich dieses Wort nehme. Ich kann natürlich auch jetzt dieses Wort wieder hebraisieren, B-A-R. Dann kriegst du, haben wir oft gehabt, den Brunnen, den Gerundwasserbrunnen. Ich mag es jetzt extra so, und das hast du auch auseinandersetzen und erklären. Ja. Das Wasser aus dem Brunnen kommt aber aus einer Quelle, und das Wasser aus der Quelle kommt letztendlich als Grundwasser dann vom Himmel runter, von Wolken, und die Wolken kommen wieder vom Meer. Also. Okay, aber interessant ist die Grundradix DBR. Und das ist das Wort. Das ist einer der Sachen, die Wort heißen. Das ist aber eine Angelegenheit, dasselbe Wort hast auch Pest, eigentlich genau Beulenpest. Als Beulen denkst du dir jetzt die Gedankenwellen, die du in dir aufschmeißt. P est, est, wenn ich jetzt lateinisch mache, heißt das Wissen ist. Es sind immer Beulen. Ja. Magst du jetzt verknüpfen Worte, die oberflächlich betrachtet, wie der Krug, der zum Brunnen geht und die Lügen mit den kurzen Beinen überhaupt keinen Sinn machen, wenn jetzt so eine Einheit. Genau. Das ist übrigens das fünfte Wunder. Was man eigentlich wundert, was man die Plagen nennt, ist die Pest. Da kommt dieses Wort vor. Mhm. Okay? Ja. Schauen wir mal hier weiter. Das ist also Deborah, was er hier weiter spricht. Das erkennt er dann schon. Navia, das hatten wir das letzte Mal, Prophetin. Dann kommt Eshet, übersetzt man gemeinhin mit Frau von. Kommt von dem Wort Isha. Isha ist Frau, wie hier schon mal. Hier ist auch Isha. Eshet. Immer dran denken, Ish, das, was er jetzt ausspricht, das macht dieses I, macht das Bündchen drunter, Isha. Eshe sind die zwei Bündchen. Ja. Dieses Isha, Ish, ist schon die Gestalt gewordene Wahrnehmung. Ja. Asch alleine gelesen heißt Feuer. Ja. Facetten, die du dir ausdenkst, sind eure und die werden von deiner Frau bestimmt. Von der Logik. Ja. Ich mache jetzt immer noch die Hälften dazu, die er weglässt, was jetzt diese, er legt sich hier auf eine Einseitigkeit fest, auf diese Masora vom jüdischen Glauben.
Ja. Wenn das zusammengeschoben sind, sind alle Möglichkeiten da. Wir können dann sogar innerhalb einer Oktave sogar noch die Zeichen austauschen und wir machen aber ganz normal weiter. Et lapidot. Lapidot, sagt man, ist ihr Mann. Und dann he. Wer ist dieser Lapidot? Hm. Ja, wir hören uns das zu und dann schauen wir, was Shofta er unterschlägt. Et Israel be'et hahi. Das war das letzte Mal kurz auch Thema gewesen, be'et in der Zeit, hahi, dieser, in jener Zeit. Und wir erinnern uns auch daran, was ist das für... Das war korrekt, eigentlich in der Aussprache korrekt übersetzt. Das heißt, in der Zeit, et ist ja die Zeit, das heißt eine polare augenblickliche Erscheinung. Das ist eine Gedankenwelle. Die verändert sich von Moment zu Moment, wenn du dir was ausdenkst. Darum ist das Mom definitiv ja ein Fehler. Es fällt dir, weil du dir es ausdenkst, obwohl du das nicht aus dir rausnehmen kannst. Und end als 1 ND gelesen heißt ein Auf- und Abschwingen. Ja. Merkst du, da ist jetzt Physik dabei und ach, das ist diese, dieses da heißt es. Das ist also korrekt übersetzt normal. Eine Zeit, Jehoshua war vergessen gegangen. Er ist der Führer in das neue Land, in das verheißene Land und der Führer, der dann auch Mose abgelöst hat, jetzt alles von der Geschichte der Bibel her. Und interessanterweise kommt dann hier mit Deborah auch nicht nur eine Prophetin in ein Amt oder hat sie das Amt inne, sondern sie ist auch Richterin. Ja, da dieses Wort hier. Da schauen wir uns das einmal genauer an. Das ist also die Grundradiz Shin Betet logisches Wissen, das sich, logisches Wissen, das sich spiegelt. Ja. Mach das einfach mal blau. Das kann man sofort lesen. Wenn du die 22 Zeichen, dieses logische Wissen, das sich spiegelt, das zu Spiegelungen wird, kannst du sofort die Bibel lesen. Das ist der Richter. Ein berechnetes Ich in einer Reihe, TR. Ja. Ich kann jetzt auch sagen, der Kopf ist das Ich und dann ist eine Reihe da. Ja. Recht schaffen, ist das Recht von logischen Affen oder wirklich Recht sprechen? Absolutes Recht richtet nicht in schuldig oder nicht schuldig. Genau. Da ist die Vergebung drin. Das ist mit dem Richter ist immer so eine Sache, du richtest dich ständig nach einseitigen Regeln. Ja. Richtiges Richtsprechen heißt freisprechen. Weil nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, schuld ist. Ich nehme alle Schuld auf mich. Das ist der perfekteste Richter der Welt, der sagt, ich nehme alle Schuld auf mich. Ja. Wie kann ich irgendjemandem, den ich mir irgendwie denke, Schuld geben daran, dass es so ist, wie ich ihn mir ausdenke? Eben. Lass das auf dich wirken. Ja. Du willst doch wieder deine Heiligkeit erreichen. Mach dir das einfach bewusst. Ja. Wir reden hier nicht von religiösen Geschwätz. Das sind elementare Lebensregeln. Okay? Ja. Das He dann hinten macht es nur weiblich. Bett und dann hier wird es verweiblicht mit der Kametz, das ist dieser Vokal mit dem, das sieht aus wie ein T. Kametz He, Shofta. Sie ist Richterin und. Interessant, sie ist Richterin. Ja. Der Mann ist der absolute Richter, der sagt, ich nehme alle Schuld auf mich, weil der Mann weiß, ohne mich wird es das gar nicht geben. Aber auf der anderen Seite, so wie ich richtig urteile, macht es meine Frau und die Frau urteilt immer einseitig. Ja. Er spricht hier übrigens in das gelobte Land. Das gelobte Land ist eine Traumwelt. So ist es. Das ist immer das geistige Licht, GL. Mhm. Das Licht Gottes ist oben. Ja. Das sind deine Gedankenwellen. Lies mal, stell dir jetzt das Wort geloben vor, dann kann ich GL lesen. Das heißt, der Geist Gottes ist jetzt O, unser kreisendes Ben. Ja, ja. Ich kann natürlich Gall lesen, das E als Vokal rausschmeißen, die Wellen sind O. Sind kreisendes O, sind kreisende polare Existenzen. Das ist es gelogen. Ja. Merkst du, ich mache jetzt alles dazu, was hier fällt. Bei weitem noch nicht alles, aber... Es wird gefragt, warum bekommt eine Frau ein so hohes Amt?
Jetzt darf man hier nicht in so eine Mann-Frau-Geschichte im Äußeren verfallen. Die Bibel ist ein Wort aus dem Jenseitigen zu dem Menschen als Ganzes. Und jeder Mensch wird auch als männlich und weiblich gesehen. Wir haben das biologisch auch. Jeder Mann hat auch Progesteron in sich, ein weibliches Hormon. Jede Frau hat auch Testosteron in sich. Wir erscheinen äußerlich anders. Anders, sonst wäre auch gar keine Vermehrung, Fortpflanzung möglich. Aber dort, wo man es tatsächlich bis ins Äußerste dann so liest, dass die Frauen in der Bibel auch Frauen im Äußeren meinen, die biologischen Frauen, dann wird es sehr schwer. Und der alte Zugang ist so, dass eben man unter Frau etwas ganz anderes versteht, nämlich die äußerliche Welt, und unter Mann die innerliche Welt, nämlich bei uns selbst, bei mir selbst, bei dir selbst. Und jetzt das ist jetzt richtig, was er sagt, wird dir, wenn du das so hörst, überhaupt nichts wissen mit dem Hintergrund. Nee. Der Adam ist ein Computer, wie ich immer wieder sage, ein Geist, der Computer selbst, der Geist selbst, und du brauchst die Frau, die Gebärerin des Lebens, aus der alles entspringt, und das ist deine Logik, und die Kinder sind diesbezüglich eigentlich nur Produkte dieser Mischung. Der Samen, der sich eins macht, immer wieder mit einer neuen Frau, mit einem Teil einer neuen Frau. Ja. Klingt jetzt sehr, sehr kompliziert, aber ich sage immer wieder ganz einfach, nimm diese Metapher, du kannst jetzt als Geist in deinem Traum die Rolle eines Mannes oder einer Frau spielen, das haben wir ja schon öfters gehabt, wenn ich jetzt das Andrea-Leben nehme mit deinem Matthias, habe ich immer wieder gesagt, du bist eigentlich der Mann und der Matthias war die Frau. Ja. Er ist prinzipiell was Ausgedachtes, auch der Körper, den du hast, ist weiblich, auch wenn du dich als Mann empfindest. Es ist was Ausgedachtes. Es ist ein Produkt deiner Logik. Und die Logik ist jetzt der Überbegriff. Das sind wieder unsere Gedanken, unsere Wellen. Ja. Was ich gerade immer wieder sage, dieser Aufbau von Oberwellen. Es gibt eine Grundwelle und da bauen Wellen drauf auf. Das ist auch eine unendlich vielfältige Metapher. Ja. Die Frau kommt hier an die Macht, sie richtet. Und das wird gesagt, ist immer dann der Fall, wenn das Volk also vergisst, wenn auch der Mensch vergisst, warum er eigentlich hier ist, wenn er die wichtigen Fragen nicht mehr stellt, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, und wenn ihm das egal ist, dann flacht er ab. Es tritt etwas ein, was man Verdummung nennt, es ist kein Tiefgang mehr da und man sieht keine größeren Zusammenhänge mehr, man interessiert sich auch nicht mehr für größere Zusammenhänge. Es reicht. Das ist jetzt genau das große Problem. Holofeeling ist der Allzusammenhang. Aber dieses Alles lässt sich so einfach stehen, das ist eigentlich nichts. Und die Zusammenhänge, die ich mir aufbaue, ist immer wieder so eine Kleinigkeit, selbst hier, wenn man sich das anhört. Das ist jetzt, es geht nicht um Wissen. Figuren in deinem Traum können sowieso nichts wissen. Du musst es wissen. Jede Facette. Ich kann immer nur sagen, egal was einer behauptet, der hat recht. Ja. Aber es ist nur eine Richtung, eine winzige Facette. Denk an unsere 16-32 Perspektiven. Die schwingen gleichzeitig mit. Wenn du die Worte tiefer anschaust und dann vor allem immer noch mit Rückübersetzungen arbeitest, wird es sehr, sehr komplex. Dann kommen nämlich die ganzen Hälften, die ihr jetzt weglasst. Hier ist zum Beispiel das gelobte Land, das Oben. Das ist das, der Hinabstieg in die Traumwelt, wo ich so oft gesagt habe, wenn du über den Jordan gehst, Jordan schreibt sich IAD, eine intellektuell berechnete Öffnung. Das heißt hinabsteigen. Dann steigst du in deine Traumwelt hinein, in das Land, wo Milch und Honig fließen. Milch wiederum steckt die Radix, das Weltliche drin. Kolle, die weltliche Polarität, die eigentlich oben ist. Und jetzt immer dran denken, oben und unten kannst du austauschen. Wenn du die Mitte bist, kannst du nach oben schauen und nach unten schauen. Immer mein Beispiel, du all Ding, du nichts. Kannst dir die Quelle eines Seins in den Himmel hochdenken oder hin in El Hayom, in die Tiefe des Meeres denken. Aber die Quelle eines Seins bist du selber, niemals irgendein ausgedachter Gott. Du Gotteskind. Reicht völlig aus, wenn man die Fußballergebnisse weiß oder die Börsen- und Aktienkurse. Aber dass es irgendwie doch mehr sein muss als das Materielle, das hat keinen Belang mehr. Und dann heißt es, dann kommt eine Frau an die Regierung. Das kann auch ein ganzes Volk, ein Land. Wir nennen das Merkel. Und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern als Hilfe. Denn wenn ein Mensch derart abflacht, dann ist es eine Art Rückschritt hin in das Säuglingsstadium. Und zwar das Säuglingsstadium im Sinne von Unreife.
Wir kennen das auch aus Hebräer 5, da heißt es, die ihr längst Lehrer sein solltet, bedürfet wiederum, und dann so jetzt mit meinen Worten, dass man euch, und da kommt der Begriff vor, Milch gibt. Und Milch geben kann nur eine Frau. Ein Mann kann keine Milch geben. Ja, das ist die Logik. In das Land, wo Milch und Honig fließen. Genau. Das heißt, dass da mal Milch, dann ist es auch das tierische Fett und dasselbe Wort hast du auch melken. Das ist das, was der Kapitalismus macht. Der melkt seine Mitmenschen aus. Darum übrigens jetzt die zwei Mem. Der Pyramidenwert ist die 86. Das ist die eigentliche Quelle. Genau. Okay? Ja. Ich will jetzt da auf die nicht eingehen. Ich mache immer nur ganz grob, dass man kriegt. Aber was jetzt hier wichtig ist, wenn ich Kolleb mache, ist die weltliche Polarität außen. Wenn ich das Wort melken, was ja auch melken heißt, Milch ist geben. Immer dran denken, diese schöne Radix geb. Ja. So oft drauf eingegangen. GB, der Geist, die Synthese, die Bolaver, die sich an Wellenberg, Bugelschild, Erhöhung, Erhöhung, Erwiderung, Felge, Gewölbe, gewölbt ist, dann geht es in die Höhle, der Rücken, die Rückseite ist jetzt, die Rückseite ist ein Sumpf, eine Vertiefung, das ist unsere Welle, die hier drin ist. Und die fängt an zu existieren. Und jetzt wirst du ein Buckliger, der den Rücken krümmt. Genau. Du siehst immer nur in deine VR-Brille rein, in diesen Halbbogen rein und das, was dahinter ist, vergisst du vollkommen. Dieses Kolleb, Koll alleine, heißt das Weltliche. Ja. Vor Angst zittern, weltlich werden. Und nur die Frau macht es. Deine Logik gibt dir die Angst. Deine Logik macht dir Angst. So ist das. Jetzt ist natürlich Angst so ein einseitiges, negatives Wort. Ja. Das hatten wir heute Morgen in unserem Chat. ONG. Beide. Das ist die andere Seite dazu. Ein und G. Die Quelle des Seins ist der eigene Geist. Genau. Oder ist der Augenblick deiner Existenz bloß dein Gehirn, weil du sagst, das bin ich. Dann wird es zur Freude und Genuss. Oh, heute Abend kommt der gruselige Film, ich freue mich schon. Aber wann freust du dich auf den gruseligen Film? Weil du erstens einmal eine Abwechslung haben willst zu den Liebesfilmen, eine Abwechslung haben willst. Wir müssen es umtauschen. Und weil du hundertprozentig sicher weißt, dass mir nichts passiert, wenn ich einen Film anschaue. Ein träumender Geist schaut sich einen Film an. Stimmt oder stimmt? Und dann haben wir die Freude und das Vergnügen. Das sind die zwei Seiten, weil zur Angst gehört die Freude. Und das habe ich dir jetzt gezeigt, wie das entsteht, indem du einfach das Wort vollkommen erkennst und nicht nur einseitig auslegst, was hier übrigens auch passiert. Es ist notwendig, dass jetzt dieser oberflächliche Mensch wieder... Dieser oberflächliche Mensch. Ja. O ist eine kreisende Polar erwacht. Ja. Aufgebaut wird und es zu einer Entwöhnung kommen kann. Das und passiert zurzeit. Zurzeit ist Endzeit. Du kannst dich jetzt entwöhnen von dem ganzen Wahnsinn, in dem du dich bisher hineingedacht hast. Das brauche ich unbedingt, um glücklich zu sein. Das hat mit unserer Deborah zu tun, letztlich auch mit der Biene, mit dem Wort der Prophetin Lapidot. Wenn wir heute sehen, hat da eine wichtige Bedeutung. Und sie richtet Israel in jener Zeit. Also das ist sehr wichtig. Mir geht es um diese, auch um diese Milch. Das ist ja im Neuen Testament, wie gesagt, an die Hebräer geschrieben, in Hebräer 5. Und Hebräer ist ja vom Wort her bedeutet das jenseitig. Ja, es steht ja nicht... Nicht nur. Das ist das erste Mal... Eva ist ein Embryo, ein Fetus in der Matrix. Ja. Dann heißt es auch nur eine Seite. Ja. Jenseits, zum Jenseits gehört es diesseits. Aber diese Seite ist die Vergangenheit. Du denkst dich ja eigentlich jetzt in der Vergangenheit in die Matrix deiner Mutter hinein. Aber das ist doch jetzt der Fall. Weil alles, was ist, ist doch jetzt. Darum heißt es auch schwängern, übergehen, überschreiten und noch etliche andere Sachen im Hebräischen, wenn man sich das durchliest. Und diese Radix wird permanent
im klassischen Jiddischen so übersetzt von den Weinreferenz. Je nachdem, wie man es ausspricht, wie man es vokalisiert und in was für einen Kontext es steht. Und ich sage dann immer wieder, wenn wir jetzt ein I dran setzen, dann kriegst du hier das Wort Hebräisch, die Hebräer, die Ivri, spricht man das aus, wieder das 70 als I ausgesprochen. Und wenn wir jetzt noch ein Nun dran setzen, was immer für Existenz ist, die hebräische Existenz, und jetzt hast du die Gesetzesverletzer. Und wie der Wahn sich ausufert, dann gehst du auf Netflix und schaust dir das Wort den Film Unorthodox an. Ja. Das gilt für jede Religion. Jeder sperrt sich in Regeln seine Schwamminhalts ein, immer an das Schwammbeispiel denken und kommt sich so unendlich weise vor, indem ich meine Religion, meine Logik ist das einzig Richtige in der Welt und alles andere wird bekämpft. An Beispielen mangelt es nicht, wenn du dir Selbstgespräche anhörst. Ja. Ich verweise jetzt wieder hier an den islamisch tiefgläubigen Menschen, wo hier die Eltern zuschauen, wenn der Sohn die eigene Tochter fast abschlachtet, weil sie sich von den Deutschen schwängern lassen hat, türkisches Familienbau, und er rechtfertigt das mit Ehre. Wenn dann die Deutschen entsetzt sind mit ihrer christlichen Moral, heißt es, ihr habt keine Ahnung von Ehre. Und dann schaust du dir den Film Unorthodox an, was es da um Ehre geht. Es sind Gefängnisse, Glauben, einseitige Glauben sind Gefängniszellen, wo ihr euch selber einsperrt. Egal, ob das religiöse Glaubenssysteme sind oder politische Glaubenssysteme sind. Ja. Ich mache nur die Tür auf. Ja. Du musst was dafür opfern. Ja. Im Timotheusbrief steht nicht bei den Korinthern, nicht im Römer, nicht in den Evangelien, auch nicht in der Offenbarung, nicht bei Philippus. Oder im Philipperbrief, beziehungsweise oder Philemon oder Judas. Nein, es steht bei den Hebräern. Und der Hebräer ist also der jenseitige Teil in uns selbst. Und der soll uns lehren. Der möchte uns auch lehren. Und das ist zum Beispiel, wo ich gerade gesagt habe, dieses Hebräer ist doch Vergangenheit. Du gehst schwanger, heißt ja auch schwanger sein, mit deiner eigenen Vergangenheit. Das ist ja. Das ist aber dein Schwamminhalt, der war in der Vergangenheit nie was. Nein. Du schwängerst dich nur mit deiner Vorstellung von Vergangenheit. Es beginnt schon, wenn ich dich jetzt frage und immer dran denke, ich spreche nur mit dem Geist, der sich alles ausdenkt. Auch jetzt dieses Gespräch. Wo kommst du her? Und jetzt schau mal in dich rein, was deine normale Logik, deine Vergangenheit dir aufzwingt. Ich wurde von meiner Mutter geboren. Ich sage, nee, die hast du jetzt erschaffen. Genau. Du hast jetzt eine Frau erschaffen, die du dir in die Vergangenheit denkst, die ein kleines Bündelchen Fleisch aus sich heraus quetscht und dann sagst du das Wort. Ich frage, wo kommt der her, der sich das jetzt ausdenkt? Und da musst du komplett losgelassen haben, ich bin dieser Körper, ich bin dieses Gehirn, all dieses ganze naturwissenschaftlich normale, geistlose, materialistische Geschwätz. Ja. Da spricht dann hier der Hebräerbriefschreiber und sagt, ihr solltet längst Lehrer sein. Das Ewige sollte dich doch lehren. Warum lässt Shinrai. Der Shinrai. Der Logos des Spiegels spricht es. Ja. Die belehren von der Welt, von den gescheiten Menschen dieser Welt, die nur nach Wahrnehmung, nur nach äußerem Urteil, die nur zeiträumlich urteilen. Dieses Äußere wieder, dieses raumzeitige Denken ist entspringt aber letztendlich aus der Frau in dir. Dieses Weltliche, die Milch. Ja. Das Land, wo Milch und Honig fließen. Ja. Das, um Himmels Willen, das sollte doch der Vergangenheit angehören. Das ist übrigens dieses geschwätzte Deborah, Deb. Da hinten nämlich die Radix Honig mit drin, aber das ist das erste Mal, Deber ist das Wort, dieser doppelt aufgespannte Wort. Ort. Und in unserem Fall hier haben wir das mit der Biene. Das ist interessant, dass die Biene gibt den Honig, also beziehungsweise stellt sie aus dem Blütennektar den Honig her. Nochmal. B-O-R. Die Hornisse, das Reden, Deborah, und wenn man jetzt die Hornisse, ganz interessant, es ist Horn, Hor. Ich will damit, jedes Wort ist ein 400-Seiten-Buch, aber jetzt hast du die Biene, wenn wir das hier hin dran machen. Wenn wir die Hornisse weiblich machen, haben wir das dranhängen. Was natürlich jetzt sehr interessant ist, dass die Radix ja das Wort ist, dieses Deber. Wir haben ja zwei
zwei Wörter für Wort. Aber ja. Ich bleibe mal DB, haben wir gerade schon festgestellt, ist der Bär. Haben wir gesagt, dass der Brunnen, wo was ausgelegt wird, auslegen und erklären. Wenn ich jetzt das preisiere. Ja. Und dann haben wir BR. Und das ist das Äußere. Ja. Das ist der Brunnen, aus dem das Äußere entspringt. DB, BR. Und das Ganze wird dann praktisch zur Bollenbest, wenn wir DBR jetzt ganz lesen. Also, sorry. DBR. Das ist zum einen nochmal das Wort. Das heißt, das ist die Bollenbest, die wir aufschmeißen. Wissen ist, kann ich lesen. B heißt übrigens, hier ist die raumzeitliche Erscheinung oder die raumzeitlich erscheinenden Spiegelungen. Das Ganze hängt ab von der Sprechfähigkeit. Das ist eigentlich hier die erste große Radix, wo man wissen muss. Sollte. Und gleichzeitig ist es eine Frau, jetzt so in der Geschichte gelesen, eine Frau, die eben imstande ist, von Natur aus Milch zu geben. Und das Land der Verheißung ist ein Land, wie es an vielen Stellen heißt, worin Milch und Honig fließt, beziehungsweise fließen. Und das begegnet uns. Die Traumwelt ist das Land, wo die Milch und die Milch, Mil, beginnt mit Mil. Das deutsche Wort Mil. Wir brauchen ja immer das Deutsch, die Gottessprache dazu. Die Grundradix von Mil ist ML, gestaltgewordenes Licht. Und das heißt, das da mal beschneiden und gegenüber. Ja. Das ist ganz interessant. Du wirst Gag in über dir, Gag ist das Ausgedachte, GG, Gag. Wirst du beschnitten in einen Wellenberg und in einen Wellental, in hell und dunkel und so weiter und so fort. Und die Miller, das habe ich oft gesagt, das sagt jetzt weniger die Meile, das ist ein raumzeitliches Maß, okay, aber interessant ist, wenn ich jetzt, ich wollte die Miller machen, das ist jetzt die Beschneidung. Ja. Darum ist alles Gegenüberliegende ist immer beschnitten. Immer. Gegenüber dir ist nämlich ein Wellenberg und ein Wellendeuter und du schaust immer eigentlich bloß eine Seite an, weil du entweder nach oben schaust oder nach unten schaust. Aber das Oben entspringt aus dir genauso wie das Unten. Das Gute entspringt aus dir genauso wie das Böse. Und wir wissen jetzt, wenn ich die Finger immer aufspanne, dass immer beides gleichzeitig da ist, weil es keine Zeit gibt. Jetzt, wenn ich aber das MI lesen, du, gestaltgewordener Intellekt, das ist wer, das hebräische Wort für wer. Kurzform vom Wasser, Mim, Memim. Eigentlich genau wer, wo, wie, was. Da steckt wieder alles drin. Im Klassischen wird es meistens als wer übersetzt. Wem, wen passiert es jetzt? Immer an unsere Kategorie 3 denken. Ja. Diese Lichtwahrnehmung. Ihr. Zu ihr. IHR. Intellektuelle wahrgenommene Berechnung. Das ist der Wellenberg. Genau. Immer der gleiche Kontext. Und mit Deborah, eben Emil. Ich muss noch dazu sagen, wenn jetzt das zu verwirrend war, ich habe gesagt, du bist Geist, du kannst dich jetzt als Mann träumen oder du kannst dich als Frau träumen. Ja. In beiden Fällen bist du das Weibliche. Ja. Und solange du sagst, mir passiert es und du verwechselst dich mit einem Körper, egal ob der männlich oder weiblich ist, passiert diese Milch, dieses Weltliche immer diesen Körper. Ja. Ihr. Ja. Weil eine Frau Milch geben kann und imstande ist, den Säugling zu nähren. Auf der anderen Seite auch den Honig. Also beides begegnet uns hier, wenn auch die Milch gar nicht direkt zum Ausdruck gebracht wird. Ja, Eshet Lapidot, das ist hier dieser Begriff, den ich jetzt hier oben... Also nochmal, das Weib, Eshet, Aleph als Imperfekt Vorsilbe gelesen heißt, ich werde etwas aufbauen, hinstellen, etwas anordnen. Das macht die Frau. Das wird jetzt interessant, was hier drin steht. Gelb eingefärbt habe, Eshet Lapidot. Und da wird gesagt, sie ist die Frau von. Warum steht da nicht, Lapidot ist der Mann von Deborah? Könnte man auch. Gibt es ja einige Bibelstellen, wo das so benannt wird. Aber an dieser Stelle wird es nicht so benannt. Und wir sehen hier eine ganz starke Dominanz bei der Frau.
also hier vorne, wie ich schon jetzt vorgelesen hatte, Udvora und Deborah. Deborah, ein weiblicher Name, die Biene weiblich. Auch im Bienenstock geht alles sehr, sehr weiblich dominant einher. Isha, Frau, finden wir in der Übersetzung gar nicht mehr, weil es so eine Art Doppelung ist. Isha, hier heißt also Frau, wieder weiblich. Dann Navia, wieder die Endung Kamezhe, eindeutig 100% weiblich. Navia, Prophetin Eshet von ihr. Das macht übrigens hier letztendlich immer wieder die Vokalisation aus, wo es sagt, das ist hundertprozentig. Im Original der Heiligen Tora steht es gar nicht drin. Ja. Weil die Vokale fällt. Ja. Das heißt, dann sind all die Möglichkeiten, die ich jetzt auch gleichzeitig da fallen, wenn ich das zusammenschiebe. Da wirst du nämlich feststellen, dass man hier dann nämlich in Worteinteilungen, das Beispiel von Du bist ich, muss ich jetzt nicht nochmal erwähnen, wo ich im Deutschen mache, dass hier die Sachen noch zusammengefasst werden müssen und dann bläht sich der Text sowieso auf, weil das ist ein gezipptes Programm. Isha, ja. Weiblich, also Frau von. Und jetzt kommt das erste männliche Wort, Lapidot. Aber interessanterweise, diese Endung hier mit Waf, Taf, ist eine weibliche Pluralendung. Und das ist auch wieder speziell, darauf möchte ich aber an dieser Stelle nicht eingehen, weil das in ein ganz anderes Thema überleitet. Warum haben männliche Wörter manchmal eine weibliche Endung in der Mehrzahl? Auf jeden Fall spannend, ja. Kann man sehr leicht erklären, gibt es viele Beispiele, habe ich schon angesprochen. Ja. Um Verwechslungen auszuschließen. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier das Wort Schem-Scham nehme. Ja. Das als Schem ausgesprochen, heißt ja. Es als ist es der Name. Laut Langenscheid Schem ausgesprochen ist der Name, Scham ausgesprochen heißt es dort. Ja. Wenn du im Langenscheid ist dort das Wort männlich oder weiblich ist und es wird hier angegeben, als Zeger, das heißt als männlich. Ja. Wenn ich jetzt praktisch die Namen schreibe, müsste ich klassischerweise die männlichen Pluralendung hinzufügen. Mhm. Aber dann kriege ich hier den Himmel. Das ist Schamai, sprechen die das aus. Ja. Der Logos des Wasser, des Meeres, der Logo des Rot geschrieben. Darum ist die Mehrzahlform von Namen, wird jetzt da nicht drin sein, ist Schamot. Das heißt, das klassische Wort, obwohl das Wort Schem, Entschuldigung, das Wort Schem für sich alleine ein männliches Wort ist, machen die hier einen weiblichen Plural dazu. Und das heißt jetzt Exodus, das ist das zweite Buch Mose, nennt man die Namen. Okay? Da, ja. Die Namen. Die Namen. Die Namen, Mehrzahl. Die Denkzeichen von ihnen. Ja. Müsst aber genau genommen, weil Schem als Name hebräisch männlich ist, müsste eine männliche Pluralform hinten dran hängen. Dieses Yom. Das ist jetzt zum Beispiel so ein System, wo hier auch mit reinspielt. Aber an dieser Stelle nicht. Und wir wollen uns jetzt in erster Linie mal dem widmen, was überhaupt der Name Lapidot hier oben, die Frau Lapidots und so heißt im Hebräischen. Das wird sehr, sehr spannend, was er sagt und was im Hintergrund noch da steht. Hier unten nochmal in groß, was das bedeutet. Also, hier haben wir die beiden mal übereinander stehen, also dominant weiblich, die ganze Angelegenheit hier. Deborah könnte man auch hier noch mit einer Waffe schreiben, aber der Stamm ist hier DBR, wie im allerersten Video schon gezeigt, nur mit der weiblichen Endung, kommend von vom Sprechen. Da war die Bär, das Wort. Und hier unten Lapidot kommt vom Wort Lapid. Also jetzt nur, hier ist der eigentliche Name, wenn man so will, oder die Bedeutung des Namens liegt in erster Linie hier drin, in diesem Lapid. Und das bedeutet Fackel, Flamme, im weiteren Sinne sogar Licht oder Leuchte, Lampe, finden wir auch im Neuen Testament. Die Lampe, die hat dort auch eine Bedeutung, aber hier ist es die Fackel, beziehungsweise eben die Bereitstellung des Lichtes über die Kerze, über die Fackel, insofern, dass es heißt, die Deborah schickt den Lapidot in den Tempel, um ihn Kerzen ziehen zu lassen und Fackeln drehen zu lassen aus dem Wachs, den sie liefert.
und das... Das Wachbewusstsein, das ist übrigens jetzt korrekt, wir schauen uns das gleich an. Es ist alles richtig, was er sagt, aber es ist extrem fehlerhaft, unvollkommen. Das ist also zuerst einmal die Fackel oder die Flamme, aus Wachs gezogen, eine Kerzenflamme, das ist unser NR, unsere existierende Berechnung, ist ein flackerndes Licht. Ja. Wir schauen das uns jetzt einmal an. Lapid. Ah, Entschuldigung. Verkehrt ist B. Okay. So. Die Fackel. Das ist einmal ein Lichtwissen, wird zu einer intellektuellen Öffnung. Blau gelesen. Das ist eine Flagge, eine Flamme, eine Feuerflamme ist immer flackernd. Ist nicht zu verwechseln mit dem Licht, die Lampe im Projektor, von der ich rede. Genau. Das ist ein großer Unterschied. Jetzt kann ich aber das L wieder als Vorsilbe, als Präfix lesen, dann heißt es zu, da kommt ein flackerndes Licht und das ist das Wissen einer intellektuellen Öffnung. So ist es. Und das ist der Unfall, der Untergang, sobald es zum Flackern anfängt. Ja. Der Untergang ist, du gehst über den Jordan und du kommst in diese Welt, der Traumwelt, der ständig wechselnden Bilder, wo das Weltliche, die Milch und der Honig fließen. Und da hebt sich doch alles auf, was er erzählt. Wir können natürlich auch von den Lapid, das Lapid hast du mal die ersten drei nehmen, nach Maßgabe gemäß, so wie du dir das ausdenkst. Genau. Okay? Ja. Kommt dort. Ja. Grundradix ist Anordnung, Glaube, Religion, Gesetz. Genau. Deine geöffnete, aufgespannte Erscheinung ist nach Maßgabe dessen, der sich's ausdenkt, nach Maßgabe der Frau. Genau. Macht und Sinn, damit, ne? Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Das Speed, der Untergang. Jetzt lassen wir mal dieses zu. Jetzt machen wir das Speed. Ja. Und setzen die Ort augenblickliche Erscheinung dazu. Ja. Und jetzt wirst du die Unglücklichen. Jetzt gehörst du zu den Unglücklichen. Ja. Die auf dieses Spiel reinfallen. Weil du nur ein flackerndes Licht in dir drin hast. Dieses Kommen und Gehen von Licht. Grundradix ist praktisch NR, eine existierende Berechnung. Und das ist jetzt die Katze, die aus Wach ist. Ein Wachraum ist ja unser DA. Ja. Ist immer deine existierende Rationalität. Ja. Deine Berechnung. Dieses Flackernden ist auch immer, wenn ich sage, wenn du nur weltlich denkst, immer Waff kann man dazwischen machen, dann kriegst du dieses flackernde Licht. Ist eine existierende, aufgespannte Berechnung. Und das ist das flackernde Licht, das das Ego selbst verzerrt. Damit hast du eigentlich alles gesagt, weil das ist dann... Immer. Es ist jede Stelle, auch dass wir immer daran denken, wir können jetzt so 400 Seiten bloß aus der Radix machen, wenn wir dann Rückübersetzungen machen. Es geht mir nur, du musst es nicht können, dass du dich einmal darauf einlässt, dass du merkst, da ist ein heiliges Prinzip im Hintergrund. Das hier alles Schönes, was er sagt, aber... Frau... von Lapidot ist, dass sie die Frau ist, will eben sagen, Deborah ist nicht alleine. Das Wort ist nicht alleine. Es ist die Frau eines Unglücklichen, wenn du das jetzt nimmst. Diese Verbindung Deborah und Lapidot ist eine Einheit. Man darf also das gesprochene Wort nicht alleine sehen. Man darf jetzt in diesem Sinne auch die Biene gar nicht alleine sehen, sondern sie wird in einem größeren Sinne gesehen. Die Biene übrigens, die Deborah, wir machen jetzt wieder mit der nochmal rückübersetzen, dann beginnt es schon mal mit Bi, wissen wir, heißt in mir. Ja. In mir. Und jetzt müssen wir das Ene hinten dranhängen. Da machen wir jetzt das da mal ENE. Gibt es ja mehrere Möglichkeiten. In mir ist ein Beischlaf. Und das Ene, heißt das da mal Antworten aussagen? Das heißt, du hast Antworten. Ständig jeder Moment, der in dir auftaucht, ist eine Antwort auf deine Reaktion. Denk an mein Computerbildbeispiel. Du hast ein Bild. Du reagierst auf dieses Bild. Und du kriegst sofort die Antwort auf deine Reaktion. Absolut. Jetzt haben wir aber hier was Negatives, weil du das, weil du mit deiner Logik, mit der Frau reagierst, ist es ein Misshandeln. Die misshandelt in dir und damit quälst du dich selber. Du musst irgendwann einmal als Mann handeln. Und Mann ist allumfassende Liebe. Ja. Die Frau ist selektiv.
Ja. Drum erwidern, erwidern, folgern, vergewaltigen. Ich hoffe, du kriegst es mit. In mir ist ein Beischlaf. Ich bekomme ständig Antworten. Jeder Moment, den dir auftaucht, ist letztendlich ein Produkt. Entweder ein Reizauslöser oder eine Reaktion von dir selber, dass du irgendeinen Reizauslöser interpretierst. Ja. Und das machst du immer nur, indem du misshandelst, weil du nur dich nach deiner einseitigen Logik richtest. Dieses zwanghafte Interpretieren, du musst in einen Zustand kommen, dass du beobachtest, wie du zurzeit mit deiner Logik interpretierst, mit deinem Schwamminhalt. Ja. Und was du dir aufgrund dieser Interpretation für neue Vorstellungen in dir aufbaust. Und das in einem Zustand, dass du aufhörst, deine Interpretationen zu interpretieren. Das ist der Doppelschritt. Und jetzt kann ich natürlich, Be in mir ist natürlich auch Ene mit an Aleph schreiben. Und jetzt kriegst du dieses Begegnen lassen. Ich lasse dich letztendlich mit Facetten deiner eigenen Logik begegnen. Das Geschehen in dir ist immer ein ständiges Begegnen mit deinem eigenen Intellekt, wo du noch gar keine Ahnung hast. Wenn dann immer welche auftauchen, sagen, ihr wisst ja gar nicht, was ich alles weiß oder wie ich bin. Ich sage, ein Dreck weißt du. Wenn du wüsstest, wer du bist, hättest du keine Probleme mehr und dann wärst du kein aufgeblasener Arsch. So ist es. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist ein absolutes Nichts, weil du ich bist. Und damit zwangsläufig alles, was du dir ausdenkst. Du bist immer und all deine Wellen kommen aus dir und gehen wieder zurück ins Klo. Das ist alles des einen, der sich alles ausdenkt. Und da du zurzeit in einer persönlichen Traumwelt lebst, bist du ein Geistesfunken. Noch nicht der große Geist, aber zumindest schon ein Funken. Das Prinzip bleibt auch für den Geistesfunken gleich. Ja. Sehen mit dem Lapidot, mit Lapid zusammen, nämlich dem Licht. Also Wort und Licht sind hier eine Einheit. Sie ist die Frau von. Die Betonung. Das ist ja, wir können das Wort natürlich auch und Licht. Und Licht. Vor spricht man das aus. Ja. Und Licht. Ja. Das ist, wenn man dieses Vor und Licht im Geist verbunden, der geistige Schöpfer im Geist verbunden in dem geistigen Kopf. Weg von dem Aufgespannen. Er bedeutet, er, jetzt als Elef gelesen, geistiges Licht und steht ja für den Schöpferkopf. Das ist die Lampe im Projektor. Merkt ihr, wie sehr ihr, meine ich jetzt, meine Geistesfunken, du bist einer davon, wie sehr ich das komprimiert habe in ganz einfachen Beispielen, die man verstehen kann, aber wo man sich darauf einlassen muss und man erlebt Wunder über Wunder. Liegt auf die Frau von, also es das heißt nicht im Nachhinein irgendwann, und er war ihr Mann, das wird nicht nochmal extra erwähnt, sie ist die Frau von, und diese Zusammensetzung kann man nicht trennen. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und hier, was passiert eigentlich, wenn du meinst, du denkst dir jetzt Sachen aus und du meinst, du hast mit den Sachen, die du dir ausdenkst, nichts zu tun und die waren eventuell schon da, bevor du sie gedacht hast, das ist der Ehebruch. Das ist der Ehebruch. Und immer dran denken, ich mag es hier extra nochmal, diese Ehe, etymologisch. Ups. Gesetzrecht. Das ist gesetzliche Verbindung von Segerwene Körper. Im Adam ist es sowieso gegeben. Ja, ist das gegeben. Das kommt von Ewi, von ewig. Da kommt die Ewigkeit her, die Eva. Ja. Das ist aber genau genommen, ist es das Wort dieser Ehevertrag. Und darum ist das Ehebrechen, ist die Ewigkeit brechen, weil du zeitlich wirst. Genau, dann hast du nur. Aber das ist wiederum nötig, es läuft nichts verkehrt. Darum sage ich immer wieder, wenn du mein Schauspielerbeispiel, ich sage, du warst bloß ein Zuschauer von einem Theaterstück. Das ist dann nochmal eins drüber oben. Du kannst auch ein bewusster Schauspieler sein. Das ist jetzt das, was ich mir für dich wünsche, dass du das irgendwann einmal begreifst. Dass du dir einfach nur bewusst machst, wie du jede Kleinigkeit um dich herum verstreust, wie dir noch wichtig ist, dass man irgendwas billiger kriegt oder dass dieses oder jenes ist. Spiel die Rolle, aber spiel sie bewusst. Ja. Ich bezweifle sehr, wenn ich dich beobachte, dass dir das wirklich bewusst ist, obwohl ich es dir schon tausendmal erklärt habe. Vorausgesetzt natürlich, du hast dich
hier und jetzt die letzten Jahre intensiv mit Selbstgesprächen und Onboardungen beschäftigt. Die meisten Leute machen das nie mehr zur Zeitvertreib, zur Unterhaltung. Ist eben das Wort, sehen wir in der Bedeutung als Quelle auch für das Licht, für Einsicht, für Erhellung und Klarheit. Weinrib schreibt, hier unten die Quellenangabe kann man finden in dem Buch Die sieben Prophetinnen. Das ist aber auch nur eine Abschrift eines Vortrages, hatte ich das letzte Mal, glaube ich, auch schon erwähnt. Und der sagt, und das führt ihn auch in die Einseitigkeit. Das lassen wir jetzt mal gut sein. Ja. Es geht hier bei Zeit, in dem Moment, wo man hier zeitlich denkt, es geht um unendlich viel Wissen. Und ich sage, mir geht es nicht um viel Wisserei. Nein. Es ist doch alles in dir drin. Ja, alles klar. Du musst doch irgendwie die Ewigkeit rumbringen. Genau, und es ist hier und jetzt. Ich will doch nur, dass du dich langweilst. Wir haben das Wort Alimente. Das heißt, wenn das Kind nicht mehr beim Vater lebt, sondern bei der Mutter, das heißt, in der Welt lebt, in der Welt, dann wird ein verantwortungsvoller Vater, der wird definitiv hier für Unterhalt, für Unterhaltung sorgen. Aber nicht nur einseitig mit Komödien oder Liebesfilmen, sondern auch mit Dramen, mit Krimis, mit allen möglichen. Eine vielseitige Ernährung. Und das nennt man dann Alimente. Mein Vater sorgt für Mentor, für Unterhaltung, also das deine Überlegungen. Meine Gedanken. Interessant, dass das Wort Mentor, wie ich so oft gesagt, heißt jetzt erst einmal etwas. Et ist Zeit. Doppelt aufgespannte Schöpfung von Raum, etwas überlegen in guten Wörterbüchern und dasselbe Wort heißt Lügen verbreiten. Jetzt kommst du in die Longitudinale, in diese Zeitachse. Genau. Das raumzeitliche Denken ist überhaupt nichts Schlechtes, wenn du den Eindruck hast, wenn ich immer wieder sage, du musst es nur bewusst machen. Genau. Dann wiederhole ich immer wieder die Fähigkeit, eine hier und jetzt von dir wahrgenommene Information um dich herum in Raum und Zeit zu verstreuen, macht dich zu den Schöpfer für die Welt, die du um dir herum ausdenkst, die aber letzten Endes nur aus ständig wechselnden Informationen besteht. Und wo kommen die Informationen her und wo kommen sie, gehen sie hin? Klo. Das ist übrigens, das nennt man auch WC, ein Wasser-Closed Closet. Das Wasser schließt sich wieder und WC einzeln kann ich sagen, rot geschriebenes W, doppelt aufgespannt plus minus ist C Quadrat. Ja, das sind alles eins. Das sind die zwei über dem C und C symbolisiert das Licht, das man ja in der Umformung als dritten Buchstaben auch G nennen. Genau. Und G Quadrat wiederum, also die 3 Quadrat, wenn man jetzt da die Ziffer dafür einsetzt in der Position, ist 9. Ja. Die neue Existenz beginnt, dass dieser eine neo-neue anfängt, Spiegelungen zu erzeugen. So ist es, muss Spiegelungen erzeugen. Zu den 9 sind die Spiegelungen. So ist es. Und wenn sich die Spiegelungen an den Spiegelungen spiegeln, dann kommst du zu 27. Ja. So schaut es aus. So schaut es aus. Und wenn wir dann nochmal eins draufgeben, wo kommt man dann hin? Auf die 27, nochmal 9. Nochmal ein hoch 3, nochmal mal 3. Ach, hoch 3. Das ist ja 27. Ja. 9, 3, 27, nochmal 3, hoch 3, hoch 3. Lass es, kann man nachrechnen. Und dann machst du C hoch 4. Ja, C hoch 4. Okay, Hammer. 3 hoch 4. Das ist die 3 hoch 4. Und jetzt haben wir dieses E Quadrat, das N Quadrat mal C hoch 4. Du wirst merken, das muss man nicht wissen. Es geht nicht um Wissen. Du bist so in einem kleinen Bereich. Konzentriere dich auf das, was du bist. Genau. Und umso mehr du das begreifst, umso ruhiger wird es in dir. Das ist der Friede. Der wirkliche Friede, das Paradies in dir zu wissen, ich trage, ich bin letztendlich die Quelle. Und es wird jetzt nicht mehr weltlich gedacht. Du wirst dann zum Mann. Aus der Frau kommt die Milch. Aber ist nicht der Samen des Mannes auch in einer gewissen Art und Weise eine Art von Milch? Ja. Sehen. Nennen wir doch immer hier in den Sexgeschäft den Mann abmelden. Ja. Aus der Milch der Frau wächst nichts Neues. Nee. Das ist ein überwiegendes, beschnittenes. Aus der Milch des Mannes erwächst das Neue. Des Geistes. Aber der braucht
die Frau wiederum zum Schwängern. Und das ist der Vervollkommnungsakt. Es genau. sind nur symbolische Bilder. Du lebst in einer Traumwelt mit symbolischen Bildern. Die geistige Befruchtung. Und das Einfache ist, immer wiederhol dich jeden Moment, wenn du dir bewusst machen solltest, dass du abstürzt. Dich wieder ins Jetzt und frag dich, was ist jetzt da? Ja. Nicht werden. Einfach schauen, was jetzt ist. Und du wirst feststellen, es ändert sich. Es ändert sich Staufen, aber sehr, sehr definiert von deiner Logik, weil du immer um dieselben Themen kreist und du kannst nicht loslassen. Und umso mehr du was loshaben willst, umso intensiver wird es. Immer dran denken, ein einfacher Satz, umso mehr du was ablehnst, umso mehr du vor was Angst hast, umso mehr bäumt sich dieser Gedanke in dir auf. Absolut. Die Medizin ist die Gleichgültigkeit. Ja. Aber gleichgültig wirst du erst werden, wenn du merkst, ich muss das anders ausdrücken, wenn du die Symbolik durchschaust. Also in dem Moment, wo du die Symbolik dieses Moments durchschaust, indem du zum Beispiel Wörter aufhörst, gibt es einen Befreiungsschlag. Das ist dieses Pupp, das Lämpchen, wo immer aufgeht, wo ich sage, das soll ich. Ja. Und plötzlich, wenn das durchschaut ist, ist der Reiz an dem Objekt weg. Ich sage immer, Kinder, die spielen, die neugierig sind, die sind so lange neugierig, bis sie ein Prinzip verstanden haben und dann muss es normalerweise weg sein. Bestimmt weg. Wo ich immer mein Beispiel mit Schach spielen. Wenn ich jetzt bei aller Bescheidenheit in Brüssel-Oder nehme, ich bin ein miserabler Schachspieler. War ich schon immer. Weil die Eigenart bei mir war, mich hat immer das Prinzip, für mich sind Sachen neugierig, ob ich mich mit einem Videospiel auseinandersetze, mit einem Computerprogramm auseinandersetze. Mich interessiert das Ding nur so lange, bis ich das dahinterliegende Prinzip verstanden habe und nicht, dass ich dann irgendwie Points mache oder dass ich gewinne. Ich habe festgestellt, immer auch immer der Gewinner sein zu wollen. Ich bin der Gewinner. Gewaff, das Innere. So, im Geist innen. Immer der Gewinner. Die Radix-Gewaff habe ich erst erklärt in einem der Selbstgespräche. Ja. Einer, der Gewinner sein will, ist eigentlich kein Gewinner, auch wenn er immer wieder gewinnt. Weil er immer wieder nach außen geht und meint, er muss da außen sich prostituieren. Zur Schau stellen. Ja. Wie doll er doch ist, wie groß er doch ist. Sich wichtig nehmen. Und sich dann selbst entmündigen, weil letztendlich all die, die sich wichtig nehmen, nur rezitieren ihre Daten aus dem Internet heraus. Ja. Haben Sie es überprüft? Immer dran denken. Du musst in einen Zustand kommen, dass alles, was du sagst, jetzt das glaube ich und das verwirkliche ich. Musst du beschwören können. Habe ich es mit eigenen Augen gesehen und am eigenen Leib erlebt. Oder kenne ich es nur vom Hören sagen? Solange du das vom Hören Gesagten verwirklichst, wirst du feststellen, du selektierst schon wieder. Jetzt könnte ich wieder sagen, was ist eine Illusion, was ist eine Halluzination? Ja. Wo liegt der Unterschied, ob ich ein Märchenbuch lesen du, ein Roman, ein Krimi lesen du oder Tageszeitung oder Geschichtsbuch liest? Ich lese einfach nur, ich mache aus Zeichen Vorstellungen. Aber es ist ein Riesenunterschied in meinem Hintergrund, den muss ich mir bewusst machen. Sobald meine Logik mir einredet, das ist ein Geschichtsbuch, war das in der Vergangenheit so für mich? Weil meine Logik, meine Vibe, meine Deborah mir das aufzwingt. Ja, meine Logik. Meine Logik mir das aufzwingt. Wenn ich weiß, es ist ein Unterhaltungsroman, dann ist es eine unterhaltsame Geschichte. Dann fieber ich zwar auch mit und ich leide mit diesen Protagonisten, die ich mir ausdenke, wobei ich mir dann durchaus bewusst machen kann, das sind ja bloß Figuren in meinem Kopf. Da hat ja nie einer gelitten. Sobald es ein Geschichtsbuch ist, Holocaust und so weiter und so fort. Dann es haben gibt sie alle gelitten. Unterschiedlich nur wieder in deiner Interpretation. So ist es. Und ich sage, du hättest die Freiheit, deine Interpretationen, deine Wertungen zu erweitern. Ja. Das geht mir nicht einmal, aber da musst du zuerst einmal das Prinzip, was wir gehabt haben mit dem Kabelstecker, mit allen Sachen, solange du in Einseitigkeiten hängst, wirst du nicht frei werden. Immer. Und das spielt sich ewig weiterspielen bei dir. Das ist ein göttliches Versprechen, eine Versicherung, es wird bis in alle Ewigkeit weiterlaufen, bis du das Prinzip, ich sage es, Klassenziel erreicht hast und in die nächste höhere Klasse kommst. Und dann bringe ich dir was ganz was anderes bei. So, machen wir das. Ich habe da so meine Möglichkeiten. Ich kann mit einem Fingerschnipp dafür sorgen, dass du morgen aufwachst und du kannst komplett, habe ich gesagt, die ganzen Unbarungen auswendig aufsaugen. Das ist mir bewusst. Schalt einfach frei. Das ist wie ein Freischaltcode. Ein Gutscheincode, wo man Videospiel freischalten kann. Ja. Das du jetzt nicht öffnen kannst, weil du den Code nicht hast. Aber du musst mir jetzt erst einmal zeigen, dass du gewillt bist, neugierig zu sein auf was vollkommen Neues. Das ist immer wieder dieses Thema. Und was sich hier immer wieder reingrätscht, ist, wenn sich das Ego aufbäumt. Diese maßlose Selbstüberschätzung. Zeige mir Demut. Bremst dich. Früher habe ich immer gesagt, du musst einen Holofeeling-Scanner installieren. Wie ein Computer einen Virenscanner hat,
Eine feine Antenne, dass wenn dein Ego wieder ausrutscht, voll in eine einseitige weltlichen Schnickschnack-Geschichten. Stopp. Es ist kein Größenwahn zu sagen, was in dir auftaucht, sind Schwätze. Es sind geistlose Schwätze, es sind Figuren in einem Traum. Und ich sage immer noch mal dazu, bevor du das nicht akzeptierst, dass das auch für den gilt, den du ich nennst, wenn du an dich selbst denkst, das ist ja die Quelle. Du hast ja immer nur deine Spiegelbilder. Umso mehr du an Menschen rumnörgelst, es sind nur deine Spiegelbilder. Du musst der Erste sein und dann wächst es aus dir raus. Ja. Das ist das, wo ich gesagt habe in unserem Chat, dass hier mittlerweile die Qualität, und es geht jetzt nicht davon, dass du in den Chat bist oder nicht in den Chat bist, wenn du das Gespräch hörst, dass die Qualität der Einträge steigt, extrem steigt, aber auch immer wieder Ausschläge sind in die andere Richtung. Und wie, ich weiß dann einen zurecht, dann meinen sie wieder, es ist erbärmlich. Die haben wirklich noch nicht begriffen, wer ich bin. Und jetzt meine ich natürlich nicht den Udo. Das Schöne ist, ich bin ihnen nicht böse. Es bleiben ja auch bei mir Figuren in meinem Traum. Wenn du das Prinzip begriffen hast, stehst du über den Dingen. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er so ist, wie er ist. Bist du schon ich? Darum geht es mir. Ich nehme das demütig auf mich, mit einem Schmunzeln und denke mal, du hast noch viel zu lernen. Das Einzige, was in dich einprügelt, ist immer dein Ego. Und zwar die Ursache, dass das Ego nach wie vor einseitige Ziele anstrebt und meint, es wäre dann, wenn du das Ziel erreicht hast, dann bist du glücklich. Vergiss es. Vergiss es. Das Ziel, das ich hinführe, kannst du nicht erreichen, weil du schon dort bist. Du musst wissen, um was es geht, um was sich alles dreht, um dich. Da steckt das DREHE, drehen. DR, die Öffnung einer Berechnungsgeneration. Und du musst das EHEN. Und dann kommst du dahin, wo du eigentlich immer bist. Ja, und dann hast du genau bewusst. Das ist bewusst SAIN. Bewusstsein ist nicht existieren. So. Es lebt nicht in der Peripherie, es erlebt Peripherie. Das rings um sich herum erlebt der Mittelpunkt. Und nicht irgendwelche Sachen in der Peripherie. Ja. So, jetzt lassen wir es gut sein, Kleines. Jetzt haben wir aber ein langes Selbstgespräch gemacht. Okay. Ich meine natürlich, mit dem Kleinen jetzt nicht diese Andrea, die du dir ausdenkst. Ich meine dich. Ja. Dich. Mit dem ich die ganze Zeit spreche und den ich das jetzt erkläre. Ich meine den, der mich jetzt ausdenkt. So ist es. Okay, also spinn noch eine Runde Menschlein. Ja. Danke. Ciao. Ciao, danke.